Im letzten Jahr haben wir einen sehr extremen Crash erlebt. Extrem deshalb, weil es einerseits sehr schnell, sehr stark nach unten ging und wir auf der anderen Seite sehr rasch auch wieder eine extreme Erholung erlebt haben. Dieser Crash, der ist erstmal überstanden. Was ist denn jetzt aber, wenn wir einen weiteren Crash hätten? Wie würde man sich denn jetzt in so einer Marktsituation verhalten und was können wir vielleicht von letztem Jahr lernen? Und damit hallo und willkommen beim Finanzdino und viel Spaß bei diesem Video. Wenn du keine weiteren neuen Videos mehr rund ums passive Investieren verpassen möchtest, dann hau doch jetzt schon mal den Abo-Button und aktiviere auch gleich die Glocke, dann wirst du nämlich immer benachrichtigt, wenn ein neues Video online kommt. Und wenn dir dieses Video hier gefällt, dann freue ich mich natürlich, wenn du dem Ganzen jetzt schon mal einen fetten Daumen nach oben gibst. Und damit starten wir auch schon mit diesem Video hier. Zuallererst habe ich mal eine Frage an euch. Und zwar, wie habt ihr euch denn letztes Jahr 2020, wenn ihr zu diesem Zeitpunkt schon investiert wart, sprich, wenn ihr vor dem Februar, also März schon an der Börse aktiv wart, wie habt ihr euch denn dann da im Crash verhalten? Habt ihr eure Assets undergewichtet? Habt ihr irgendwie vielleicht Aktien verkauft, neu gekauft? Schreibt mir doch einfach mal euer Vorgehen aus letztem Jahr unbedingt in die Kommentare. Ich freue mich da sehr, eure Stories zu hören und natürlich auch auf den Austausch mit euch. Und dann will ich natürlich auch sagen, wenn ich hier verschiedene Situationen vorstelle und bestimmte Szenarien, um was es geht, dann ist es natürlich nur meine persönliche Meinung und keine Anlageberatung, denn ihr seid für eure eigenen Finanzentscheidungen immer eigenverantwortlich und seid euch auch bewusst, dass ihr natürlich auch immer euer gesamtes eigenes Kapital verlieren könnt. Jetzt wollen wir uns aber mal mit dem zweiten Crash beschäftigen. Und da muss man erstmal einige Sachen wissen, die man denn jetzt überhaupt, ja, sich im Klaren sein muss. Und zwar das Allerwichtigste zuerst. Ich sage es im Prinzip in jedem meiner Videos. Wir brauchen eine Strategie. Die Strategie muss nicht kompliziert sein. Wir brauchen nicht auf Nachkommastellen gerundete Anteile von Aktien, ETFs und was auch immer. Wir müssen uns einfach im Klaren sein, warum und in was investieren wir wann. Sprich, haben wir einen Sparplan laufen? Haben wir regelmäßig vor, Einzelkäufe zu tätigen, die quasi auch im Prinzip als Sparplan in Anführungsstriche, weil sie eben sehr regelmäßig stattfinden und wir hier quasi auch unemotional an den Markt rangehen? Oder was ist denn da so unser Vorgehen? Was ist der Kern unseres Depots? Denn da sollte es ja immer einen Kern geben. Auch wenn wir relativ gleichgewichtet vielleicht viele Positionen haben, sollte es doch trotzdem Aktien bzw. ETFs im Portfolio geben, denen man so am meisten zutraut und dementsprechend hier auch sehr langfristig und stark drauf setzt. Um mal hier ein Beispiel von mir eben aufzuführen. Ich setze hier ganz klar auf ein ETF-Weltportfolio, bestehend aus drei ETFs. Einmal dem FTSE Developed World, dem FTSE Emerging Markets und dem MSCI Europe SRI. Da habe ich quasi so mein Weltportfolio aufgebaut und habe dann bestimmte Zusätze noch obendrauf. Das Investieren sollte ja auch Spaß machen. Und deshalb habe ich hier zum Beispiel noch einen Reise- und Freizeit-ETF im Portfolio und zwei Einzelaktien. Dazu habe ich auch noch ein bisschen P2P-Kredite. Über die sprechen wir in so einer Extremsituation dann natürlich nochmal gleich. So, jetzt ist es also gecrashed. Was ist denn jetzt die erste Vorgehensweise? Naja, wir brauchen erstmal Liquidität, Fragezeichen. Wir haben es letztes Jahr gesehen, plötzlich sind alle rausgerannt, haben Nudeln, Reis und Klopapier gekauft, also zumindest hier in Deutschland. Ja, woanders haben sie andere Dinge gekauft, hier waren wir eben sehr auf diese drei Güter fokussiert. Aber man ist ganz klar, man braucht Liquidität, vor allem wenn der Job vielleicht in Gefahr ist. Und da ist die allerwichtigste Frage, die man sich stellen sollte, hat man einen Notgroschen? Ist man denn finanziell in dem Sinne abgesichert? Das sollte einem als allererstes bewusst sein. Und wenn man das noch nicht hat, dann ist das das Elementarste überhaupt. Habt diesen Notgroschen. Da ist es egal, ob ihr jetzt gerade 50.000 Euro irgendwie investieren könnt. Packt doch erstmal davon was beiseite für den Notgroschen. Dann könnt ihr immer noch in die ETFs investieren. Oder ob ihr nur 100 Euro zur Verfügung habt, dann sollte man immer mindestens den Notgroschen zu einem großen Teil nebenbei aufbauen, bis er eine gute und angenehme Größe erreicht hat. Da ist auch immer jeder natürlich selber mit seinem eigenen Risikoempfinden gefragt, wie er das machen möchte. Aber im Prinzip ja so diese risikoarmen Assets sollte man hier auf jeden Fall irgendwie beisammen haben, möglichst liquide sein. Und wenn wir jetzt an die risikoreichen Assets rangehen, dann sollten diese natürlich möglichst langfristig investiert sein. Sprich, hier nicht auf irgendwelche, keine Ahnung, Derivate, Optionen, irgendwas setzen. Natürlich, das ist auf jeden Fall auch eine Möglichkeit, wie man eine Strategie umsetzen kann. Ich bin aber ein ganz großer Verfechter einer lang- und langfristigen Investitionsstrategie und das natürlich am besten auch noch breit gestreut und in dem Fall ETFs,
mit einem Anlagehorizont von mindestens 15 oder 20 Jahren. Das ist so die Grundvoraussetzung im Prinzip. Und wenn dieser Crash dann, wie gesagt, gerade schon passiert, naja, was macht man denn dann? Schichtet man vielleicht um? Ich versuche mal so ein bisschen zu den Assets, zu denen ich eine Meinung habe und wo ich auch selbst investiert bin, mal so ein bisschen was zu sagen. Und zwar als allererstes, wenn wir das Wort Krise, Crash, Katastrophe hören, da gibt es doch eine Sache, die uns vor allem rettet. Das ist Gold. Gold hat so, ja, das mystische Etwas als Krisenwährung. Stellen wir uns mal ganz praktisch vor, gehe ich denn dann zum Friseur, wenn sie offen haben, oder gehe ich zu Edeka, Rewe oder wie sie alle heißen und kaufe mir da meine Brötchen? Wahrscheinlich eher nicht, denn wenn es dazu kommen sollte, dann haben wir, glaube ich, ein paar andere Probleme, als irgendwie unsere Goldnuggets und Goldmünzen zusammenzukramen. Denn ja, wenn wir so einen extremen wirtschaftlichen Zusammenbruch haben, dann glaube ich, dann sollte man vielleicht auch nicht unbedingt mit Gold offen auf die Straße gehen. In diesem Sinne, also das muss man sich immer fragen, wie praktikabel ist sowas, beziehungsweise inwiefern kann ich denn mein Gold zu Geld machen? Das ist auch eine ganz wichtige Sache. Ich weiß, das ist auch so ein Werbespruch von einer Goldhandelsumtauschfirma. Ich weiß gerade gar nicht, wie man da das richtig bezeichnet. Auf jeden Fall eben das Gold zu Geld machen ist eine ganz wichtige Sache, denn dafür hat man ja im Prinzip eigentlich auch Gold im Portfolio, dass man, wenn es crasht, wenn man Liquidität braucht, diese eben auf jeden Fall erreichen kann und haben wird, weil eben Gold auch so liquide und so ein beliebtes Asset im Prinzip auch ist. Egal, ob wir jetzt von institutionellen Anlegern sprechen oder eben auch von Privatanlegern. Als Renditetreiber und für generell das Depot kann es durchaus sinnvoll sein. Gold hat überraschenderweise, weil vieles ja immer so abschreiben als, ja, vielleicht die Inflation quasi ausgleichend, hat eine recht komfortable Rendite in den letzten Jahren auf jeden Fall erwirtschaftet. Na klar, im Crash extrem abgegangen letztes Jahr. Aber wenn wir es, ganz wichtig, Achtung, Achtung, über eine Börse kaufen, dann haben wir hier immer das Problem, dass wir natürlich nur ein verbrieftes, wenn auch mit Sicherheiten hinterlegtes Stück Gold im Prinzip haben. Das heißt, wenn wir Gold wirklich als Krisenwährung so, macht dein Gold zu Geld oder wie auch immer, wir wollen unsere Brötchen dann doch vielleicht mit Gold bezahlen, dann braucht man das eben auch immer physisch. Insofern ist das hier auf jeden Fall eine sinnvollere Sache, das Gold eben physisch zu Hause vielleicht zu haben oder in einem Tresor oder was auch immer. Dann eine ganz andere Assetklassen, nämlich P2P-Kredite. Da haben wir jetzt gesehen im Crash, ja, da hätte sich das Aussteigen vielleicht schon vorher gelohnt. Wenn ich mir meine P2P-Investments an sich sagen, ja, da hätte ich an der einen oder anderen Stelle mein Geld auch besser investieren können, Sprichwort Group hier. Also sehr schwierig da jetzt so ein Fazit zu P2P zu fällen, denn ich habe mal auch vor einiger Zeit schon eben ein Strategievideo dazu gemacht, wie ich mich denn mit P2P im Jahr 2021 verhalte. Das verlinke ich euch an der Stelle natürlich auch nochmal, dass ihr euch das anschauen könnt, denn hier hat sich meine grundsätzliche Einstellung zu dem Investieren in P2P-Kredite zwar nicht geändert, allerdings möchte ich das in meinem Portfolio etwas anders aufteilen und dementsprechend empfehle ich euch, dieses Video hier mal gerne auszuchecken, wenn ihr selbst auch an P2P-Krediten investiert seid. Im Prinzip, also bleibe ich in P2P-Kredite investiert, weil es eben noch nicht so ein oder nicht mehr so ein riesig großer Anteil meines Portfolios ist. Immer noch ein elementarer Anteil, der Stück für Stück eben auch heruntergefahren werden soll. Und damit kommen wir dann auch schon zu der Asset-Klasse, die weiterhin dann natürlich auch zumindest bei mir langfristig im Depot einen deutlich größeren Anteil eben auch bekommen. So, das sind die Aktien. Das sind einerseits Aktien, aber vor allem auch Aktien-ETFs. Wenn wir mal von Aktien reden, ganz allgemein, die haben natürlich ein großes Potenzial, einzelne Aktien. Wir haben gesehen, dieses Jahr, vor allem wenn wir im Clean Energy Bereich unterwegs sind, unfassbar. Letztes Jahr, was da abgegangen ist, 2020, unglaublich. Ja, teilweise Renditen von mehreren 100% plus, unfassbar. Also da sind Kurserfolge richtig, richtig ordentlich gewesen, wenn man zum richtigen Zeitpunkt eingekauft hat. Na klar, Timing the Market ist immer so ein bisschen schwierig. Aber das ist auf jeden Fall eine super Sache. Vor allem, wenn man hier vielleicht auch auf Dividende aus ist, kann man eben super günstige Kurse erreichen und dementsprechend dann hier sich eine tolle Dividendenrendite auf deinen Einstiegskurs sichern. Allerdings muss er natürlich auch immer bewusst sein, man sollte nicht über seinen Möglichkeiten leben, ganz in Bezug eben auf das, was ich gleich zu Beginn meinte, auf die Sicherheit, auf den Notgroschen. Das ist auf jeden Fall immer die Priorität Nummer eins, denn ja, wer unsicher eben quasi investiert, dass er über seine Verhältnisse investiert, der läuft auf jeden Fall Gefahr, in einer Extremsituation, wie zum Beispiel einem Crash, dann wirklich im Prinzip nackt dazustehen und dann wirklich kein Geld mehr vielleicht für lebenswichtige Dinge zu haben.
Dann die letzte Sache sind hier ETFs. Da ist auf jeden Fall das Motto langfristig denken, breit streuen und marktneutral investieren. Das ist eine super Rezeptur für einen langfristig erfolgreichen Investor. Denn wenn wir mit ETFs investieren, investieren wir breit in den Markt, dann werden wir natürlich auch, wenn der Markt allgemein crasht, selbstverständlich auch mit nach unten gehen. Von der Performance her überhaupt gar keine Frage. Hier können wir aber auch sehr günstig einkaufen, können uns weitere ETF-Anteile sichern, was dann natürlich unsere zukünftige Rendite eben auch deutlich erhöht. Und wir haben hier eben nicht das Einzelaktienrisiko, dieses unsystematische Risiko, dass wir hier zusätzlich eben durch persönliche Präferenzen uns ein weiteres Risiko ins Depot holen, dann hier eine Aktie haben, die ja natürlich extrem explodieren kann, aber auch sehr stark eben dann einzelfallabhängig auch nochmal weiter deutlich in den Keller fliegen kann, weil sich bestimmte Dinge eben vielleicht so entwickeln, die wir als Privatanleger so gar nicht auf dem Schirm haben. Und dementsprechend ist das langfristige Denken, das breite Streuen bei den Investments, also sprich ein möglichst marktneutrales Investieren in die Industrieländer, in die Schwellenländer und natürlich, wenn man es am besten Fall eben dieses marktneutrale Portfolio haben möchte, auch in die Small Caps eben zu investieren. Das ist so eigentlich eine ganz gängige Art und Weise, wie man das umsetzen kann. Und so würde ich mich auch in einem weiteren Crash verhalten, wenn es denn dazu kommen sollte. Na klar, ich bin in der glücklichen Lage, dass ich auch etwas Cash so aufgebaut habe, dass ich zumindest meine Sparpläne für, ich sag mal so, 1, 2, 3 Monate noch weiterhin ausführen könnte, selbst wenn ich keine weiteren Einkünfte hätte. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Heißt natürlich aber nicht, dass mein Cash-Polster hier groß genug ist, denn wenn es mal wirklich kracht und man dann 4, 5, 6 Monate vielleicht nicht arbeiten gehen kann, dann ist es auf jeden Fall ein großes Problem. Aber deshalb eben auch ganz wichtig, man sollte hier ein grundsätzliches Money Management betreiben, also das Portfolio Management. Einerseits eben das Kapital, was zum Investieren da ist, dann das investierte Kapital und eben der Notgroschen, so die liquiden Sicherheiten. Das sollte immer so die Priorität eigentlich sein, dass man einen guten Überblick darüber hat, dass man das gut organisiert und dementsprechend auch eigentlich egal, ob der Markt gerade euphorisch oder eher im Absinken ist, dass man hier eben gut reagieren kann und dementsprechend auch eine gute Entscheidung fällen kann. Welche Entscheidung ihr dann im Endeffekt trefft, ist natürlich euch überlassen, aber mich würde doch mal interessieren, wie ihr euch in einem weiteren Crash verhalten werdet. Na klar, es sagt sich jetzt alles so leicht, ja, hahaha, letztes Jahr hatten wir einen Crash und ich weiß doch jetzt, wie es geht. Beim nächsten Mal ist es dann tatsächlich, auch wenn der Spruch, ja, wieder ein paar Euro ins Phrasenschwein quasi, dieses Mal ist dann wieder wirklich alles anders und wenn wir den nächsten Crash haben, dann haben wir auch wieder eine neue Situation, auch wenn es jetzt mal vielleicht im Zuge der Pandemie quasi ähnlich sein wird. Es wird eine andere Situation sein, wir werden uns nicht auf die gleichen Dinge eben verlassen können. Es sind andere Dinge, die dann gefragt sind, davon kann man eigentlich mal ausgehen, denn den genau gleichen Crash werden wir so halt nicht nochmal erleben. Dementsprechend sollte man auch flexibel bei seiner Entscheidungsfindung sein. Schreibt mir also mal gerne in die Kommentare, wie eure Meinung und euer Vorgehen vielleicht dazu wäre. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, vergesst natürlich auch nicht, den Ganzen einen Daumen nach oben zu geben. Und wenn euch dieser Content hier rund ums passive Investieren gefällt, natürlich auch den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, dann verpasst ihr nämlich auch keine weiteren neuen Videos mehr. Das soll es an dieser Stelle mit diesem Video gewesen sein. Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Video wieder am Start seid. Bis dann.